Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Dark Souls mit Paxis. Wir sind gerade gestorben gegen einen absolut extremen Fechtmeister, der uns einfach ganz frech aufgespießt hat. Und ich glaube, es war sinnvoller, gegen ihn mit einem Schwert zu kämpfen, weil es einfach schneller ist und er das anscheinend nicht so gut blocken kann. Deswegen probiere ich das nochmal mit dem Schwert. Oh! Jetzt wäre ich beinahe ins Falsche reingelaufen und da direkt wieder gestorben und hätte meine Hülle, die ja wertvoll ist, mit wie viel Menschlichkeit? Ich glaube, 5 oder so hätte ich dann, ja, nicht bekommen. So. Ah, sehr gut. Also ich probiere den jetzt einfach nochmal, würde ich sagen. Ja, warum nicht? Aber ich gehe wieder ins Freie. Ich glaube, der hat echt Vorteile, wenn es zu eng ist. Der wird auch jetzt geblockt, hä? Wenn er geblockt wird mit seinem Angriff, dann müsste doch eigentlich meine Axt genauso gut sein. Ich verstehe das gerade nicht so richtig. Ja, die macht auch mehr Schaden, aber trotzdem, ich nehme jetzt mal das Schwert. Ich habe ja das Gefühl, ich muss hier flink sein gegen den. Ich darf auf jeden Fall nicht zuerst angreifen. Das führt dazu, dass er so einen krassen Konter macht. Oh. Hä, ist das der gleiche Gegner wie der andere Fechttyp, dann sind die ja doch nicht so schwer. Oder bin ich mittlerweile einfach so viel besser? So, Freund, geheilt wird sich hier nicht. Dann wird er praktisch aggressiv. Ach, wie er nix droppt, ey. Ich habe halt eine fette Idee, ne? Ich erzähle mal meine fette Idee. Ich gehe jetzt nochmal runter, mach mich zum Mensch, dann gehe ich da raus, plane die ganzen dreckigen Dinger, die mir entgegenkommen, hab halt die riesen Droprate, kann total geile Gegenstände finden und mach dann das Ebenbild von dem Typ da bei dem anderen Weg kaputt. Wer alle meine Dark Souls Let's Plays gesehen hat, der weiß ja, was ich nicht meine. Ich probiere das aus. Ist, denke ich, eine coole Idee und da lohnt sich dann auch einfach, die volle Droprate wieder zu haben oder die bessere halt. Und wenn ich den jetzt, also wenn ich den anderen Fechttyp genauso schlage wie den jetzt, also genauso gegen ihn kämpfe, dann lohnt sich das einfach. Ich probier's mal aus. Oh, ich kann wahrscheinlich auch das Ding eher verlassen, oder? Und bin dann hier oben drauf. Ich probier das mal aus. So. Feuerband schreien. Ja! Man hat ja auch so ein Geräusch gehört, das klang wie: Herzlichen Glückwunsch, Sie haben etwas Geheimnisvolles entdeckt. Okay, aber ich glaube, komme ich da hin? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich komme jetzt zu meiner Truhe, oder? Da ist sie zumindest. Wenn ich mich jetzt hier runterfallen lasse, dann bin ich in meiner Truhe, aber es sieht zu tief aus. Oh, hier sind mehrere Truhen. What the fuck? Ist das nice? Komme ich da vielleicht hin, ohne dass ich direkt sterben muss, weil es so tief ist? Probier's mal aus. Nee. Aber das scheint mir doch... Na Moment, ich habe eine Idee. Wir gehen wieder zurück. Oh, fuck. Wir können nicht mehr zurück. Oh, ich lasse mich jetzt hier runterfallen. Ich hoffe einfach, dass es nicht so tief ist für einen Zombie. Ja, ich habe etwas Energie verloren. Da ich mich aber sowieso heilen gehen möchte... Morgenstern und Talisman. Kann mir das ziemlich egal sein. So, nee, komm, wir tun das mal. Gucken, was es ist. Morgenstern, 83 Schaden. Angriffstyp C. Attributbonus C auf Stärke. Okay, aber scheint insgesamt schwächer zu sein. Schade, ich hätte den Morgenstern gerne benutzt. Der ist so cool. Angriffstyp Stoß. Man stößt mit einem Morgenstern zu. Ist das nicht eine Hiebwaffe? Ein Hammer mit spitzen Dornen auf dem Kopf. Eine der etwas barbarischeren Waffen der Kleriker. Dieser einzigartige Hammer verursacht Stoßschaden und Blutungen.
Okay, er hat also noch diese besondere Eigenschaft, dass er Blutungen verursacht, aber... Ah ja, da steht ja auch unten links, zusätzlicher Effekt, Blutungen 300. 95,22 zu 83,20. Also... ...117 zu 103. Jetzt ist halt die Frage, macht diese Blutung... Also, ist die Blutung so viel stärker, dass sich das lohnt? Ich weiß es nicht. Wir könnten ja mal den Morgenstern auf die 2 legen. Und es einfach mal testen gegen den leichten Gegner. Boah. Aber auch ziemlich träge, oder? Also, das scheint auch ziemlich lang zu dauern, bis der zuschlägt. Naja. Muss ich mal gucken, wie krass der Effekt ist von Blutung. Aber wir haben noch einen Talisman bekommen. Wo kann ich denn den Talisman hintun? Teleport zum Leuchtfeuer, Verlust Seelenmenschlichkeit. Hä? Wo ist denn der Talisman? Ach, hier. Das ist eine Waffe? Talisman, Magiebonus. Ach so, der ist wahrscheinlich für die rechte Hand des Magiers, oder? Waffentyp Talisman, Angriffstyp Schlag. Ein Medium zum Wirken göttlicher Wunder. Ein gewöhnlicher Talisman, der allen einfachen Anhängen ausgehändigt wird. Zum Wirken von Wundern. Talisman ausrüsten, Wunder mit Hilfe von Schriftrollen bei einem Leuchtfeuer einstimmen. Die meisten Wunder haben eine begrenzte Anzahl von Benutzungen. Naja, das... Gucken wir uns dann mal genauer an, wenn wir am Leuchtfeuer sind. Heimkehrknochen, 6 Stück. Cool. Krass, wie viele Truhen hier rumstehen. Geburstener roter Augapfel, was ist das denn? Invasion einer anderen Welt. Online-Spielobjekt. Besiege den Herrscher der Welt, in die du eingedrungen bist, um Menschlichkeit zu erhalten. Mit Hilfe des geburstenen roten Augapfels erhalten die Spieler vorübergehend diese eigentlich nur Kartes Geistern der Finsternis zustehende Fähigkeit. Aha. Naja, ich habe eigentlich keine Lust, irgendwelchen Online-Mist zu machen, deswegen bringt mir das recht wenig. Ja, dann komme ich auch zur letzten Kiste, sehr schön. Lloyds Talisman, okay. Der ist wieder keine Waffe, alles klar. Blockiert bedingt Estus-Regeneration. Von den Rittern, Klerikern des Alpha, des Lloyds zur Untotenjagd genutzt. Talisman blockiert bedingt die... Das hatte ich doch schon mal. In der Außenwelt gelten Untote als verfluchten Lloyds. Ritterkleriker werden wegen ihrer Untotenjagden grün. Mit diesen gesegneten Talisman können sie Untote bekämpfen, ohne Regeneration befürchten zu müssen. Ach so, den schmeißt er einfach nur so rum, oder was? Alles klar, also habe ich es jetzt gerade verschwendet, oder wie? Ich meine, Heimkehrknochen... Den brauche ich eh nicht. Ach so, ja, ich könnte mal die Sachen hier hinlegen. Brandbombe. So. Okay, ja, ich gucke noch mal ganz kurz, nicht, dass ich irgendwas übersehe. Sieht aber ehrlich gesagt nicht danach aus. Aber krass, dass direkt so viele Truhen hier rumlagen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ich da hochkomme. Da lag ja noch eine Leiche oder sowas rum. Also müsste es ja theoretischerweise dann da auch noch irgendwie hingehen. Keine Ahnung, wie genau. Ach, die Skelette bekämpfe ich jetzt aber nicht erst. Bin echt gespannt, was diese Blutung macht. Also ob die so krass ist, dass es sich lohnt.
So, Aushöhlung umkehren. Tada! Gut. Dann. Wie kann ich denn jetzt das mit dem Talisman, hä? Wie mache ich das denn jetzt? Talismenschen. Ausrüstung wählen. Hände, Arme. Pfeil, Bolzen, Ring. Aha. Sehr nice. Okay, und Talisman. Verlassen, aufsteigen, bodenlose Kiste. Ich habe ja auch gar keine Dingens hier. Wie sagt man? Ich habe ja gar keine Schriftrolle, was man dazu braucht. So, dann würde ich sagen, können wir erstmal ein paar Sachen in die Kiste legen. Gebürsteter roter Augapfel, den brauche ich erstmal nicht. Weißer hinterlässt ein Rufsymbol. Brauche ich auch erstmal. Achso, ist ja eh drin. Brandbombe, Wurfmesser, Goldharz, Lloyds Talisman. Bisher, also ich brauche ich eigentlich auch nicht. Bisher habe ich das, war mir das eigentlich scheißegal. Wenn die sich regenerieren, mache ich die platt. Goldharz lassen wir auch erstmal hier. Das holen wir uns dann, wenn wir gegen den Drache kämpfen. Ach, wobei, das ist eh nicht so schwer. Dann Köderschädel habe ich auch bisher noch nie gebraucht. Heimkehrknochen. Ja, gut, lassen wir mal zwei da. Fernglas könnte ganz lustig sein. Menschlichkeit. Abfall. Kupfermünze brauchen wir auch nicht. Okay. Kleine Scherbe. Weiß ich immer noch nicht so richtig, was man damit machen kann, aber ich lasse mal eine davon im Inventar. Kurzschwert brauche ich nicht. Langschwert brauche ich. Zerbrochenes Schwert brauche ich nicht. Zweihänder brauche ich auch erstmal nicht. Das dauert noch, bis ich da das richtige Level habe. Keule gegen die Schildtypen. Flügelspeer brauche ich auch erstmal nicht. Leichte Armbrust. Talisman brauche ich auch erstmal nicht. Schild ist ausgerüstet, das brauche ich nicht. Das auch nicht. So. 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 Okay. Ja, Ringe haben wir leider noch keine gefunden. Und jetzt machen wir uns mal auf den Weg zu meinem Plan, dass wir hier vielleicht ein bisschen looten können, also ein paar Gegner vernichten als Mensch und dadurch vielleicht ein paar coole Gegenstände bekommen. Mal gucken. Und natürlich versuchen, diesen Fechtmeister da zu besiegen und in diesen abgesperrten Bereich da zu bekommen, den er da quasi bewacht hat. Bin ich auch mal gespannt, was es da gibt. Und ich wechsle schon mal auf meinen Morgenstern. Ja, ich muss dann auch nochmal probieren, ob ich irgendwie da rüberkomme. Nochmal komme ich hier aber nicht einfach so raus, oder? Nee. So. Müssen wir jetzt da drüben raus? Und dann gucken wir direkt mal, ob dieser Blutungseffekt so nice ist. Na, komm her. Schlag zu. Einunddreißig und? Ich merke jetzt irgendwie keinen Unterschied. Komm doch wieder her. Ja, also der Morgenstern erscheint mir momentan zumindest ziemlich sinnlos. Deswegen nehme ich ihn auch weg und nehme dafür mein Schwert wieder.
So. So. Noch nichts gedroppt. Und dann den hier noch. Na komm. Gut. Jetzt müsste da auch mal so ein großer, fetter Gegner kommen, aber außer seinem Schildschlag war da ja eigentlich auch machbar. Ja. Na? Oh, da war er direkt. So. Ja, war halt dumm. Ich war zu weit weg. Ich hätte halt näher rangemusst, um... Ich hätte halt näher rangemusst, um ihn da quasi beim Heilen zu stören. So. Wir haben keinen Schaden genommen. Einfach, einfach. Schmeiß mal hier runter. Komm, will er nicht. Ich will aber auch selber nicht runterfallen. Wo ging's denn hier lang? Hä? Krass, hier war ich auch noch nicht. Warum habe ich denn das nie gesehen? Ach, das ist der Eingang, ne? Zu diesen... Wo die zwei Typen dann auf mich warten. Da werde ich mal gucken, dass sie mich nicht direkt angreifen. Aber ich will halt schon die Sachen hier unten einnehmen. So. Kellerschlüssel. Ja, der ist für den Keller, aber für welchen Keller denn? Kellerschlüssel. Öffne Tür zum unteren Teil der Stadt der Untoten. Öffnet einen schmalen Durchgang, der dich unter der großen Brücke hindurch in die untere Stadt der Untoten führt. Die untere Stadt der Untoten ist ein tückischer Ort. Wendet den gerissenen Dieben oder den wilden Hunden, die den Ziegendämonen, die niemals deinen Rücken zu. Da gibt's Diebe? Ist das ein Flammengegner? Ach nee, Quatsch, hinter dem brennt's nur. Kann ich das aufmachen? Ja, aber will ich das aufmachen? Eigentlich momentan nicht, oder? Was bringt mir das denn, wenn ich das aufmache und dieses Ding dann hier reinkommt? Hm. Wüsste ich jetzt nicht, was daran cool wäre. Helebarde, das klingt doch, als wenn es ein besserer Speer wäre. 110! Hallo. Ja, wir brauchen physisch 110 plus 20. Ja. Können wir schon benutzen, wie es aussieht. 16 Stärke, 12 Beweglichkeit haben wir ja. Und macht theoretischerweise mehr Schaden. Helebarde, Normalstoß. Diese Waffe ist eine Mischung aus Speer und Axt mit einem langen Schaft. Die Handhabung ist schwierig und erfordert Kraft und Geschick. Es gibt zwei grundlegende Angriffsarten mit der Helebarde. Speerähnliche Stöße und weite Schwünge. Doch ein Fehlschlag entblößt die Verteidigung des Angreifers. Könnte also wieder so eine Art Weiterentwicklung von meiner Waffe sein. Probieren wir mal aus. Sollte ja auch mehr Schaden machen. 130 zu 117, ja, also schon deutlich stärker. Gucken wir mal. Das ist ein Stoß, okay. Ah. Ja, ziemlich langsam halt. Probier's trotzdem mal aus. Mal gucken, wie es damit kämpfen lässt. Für schnelle Angriffe habe ich ja mein Schwert. Ich weiß jetzt trotzdem nicht, ob ich hier einfach mal unten aufmache. Es muss ja irgendeinen Sinn haben, dass ich das aufmachen kann. Gucken mal kurz.
Okay, jetzt haben die mich auch mitbekommen. Können halt schön von der Distanz aus angreifen, das macht halt Spaß. Ja, jetzt haben wir es einfach mal aufgemacht. Der Typ geht uns auch nicht auf den Sack. Ich würde jetzt trotzdem erstmal meinen Plan weiterverfolgen und hier oben lang gehen, weil ich glaube, dieses komische Monster können wir immer noch nicht besiegen. Ich sehe jetzt auch ehrlich gesagt gar keinen richtigen Sinn darin, warum ich das besiegen sollte, wenn ich hier so oder so dran vorbeikomme. Alles weitere dann in der nächsten Folge. Ich würde sagen, es war eine relativ erfolgreiche Folge. Haben auch eine schöne neue Waffe bekommen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Tschüss.